Hallo Freunde, heute nehme ich euch mit zu einem kleinen Juwel hier im Hochschwarzwald und zwar ins Menzenschwandertal. Der Film ist ein Zusammenschnitt von mehreren Touren, die ich dort gemacht habe, alleine mit meiner Frau, mit meinen Kindern und Enkelkindern. Also es ist einfach mal ein Querschnitt und zwar aus Herbst und Winter besuchen. Es waren beeindruckende Farbspiele, beeindruckende Fotos, die ich machen konnte und ich hoffe, es gefällt euch und vielleicht kommt ihr ja auch mal in die Gegend hier um den Schluchsee und da ist es nicht mehr weit zum Menzenschwandertal. Ich habe den Weg genommen, den ich auch schon zum Römerweg gefahren bin. Die Tour hatte ich ja schon vorgestellt, auf dem Römerweg zum Feldberg und es geht wieder über Aha und Eule, über den kleinen Pass und dann auf der anderen Seite blickt man schon runter ins Menzenschwandertal. Ja, ich bin heute unterwegs nach Menzenschwand durch diese wunderschöne Herbstlandschaft. Ich fahre gerade am Ursital bei Lenzkirch vorbei. Jetzt fahre ich eine kleine Anhöhe hoch und dann geht es hinten zum Schluchsee runter. Ja, ich bin nicht der Einzige, den es rauszieht. An diesem schönen Wochenende im Herbst, hier Ende Oktober, wenn ich mich nicht irre, der 24. Jetzt geht es also Richtung Aha, am Schluchsee entlang. Das Hotel Auerhahn hier in Aha. Kleiner Segelclub hier und da geht es jetzt gleich links ab über Eule in Richtung Menzenschwand, wo dieser Wohnmobilfreund auch herfährt. Geradeaus geht's nach Titisee Neustadt. Ja, hinter Eule geht es, wie gesagt, noch mal einen kleinen Berg hoch, einen Hügel. Ja, dann ist man schon recht schnell oben. Hier rechts hat man auch einen schönen Parkplatz. Von hier aus habe ich schon mal eine Wanderung gemacht. Und jetzt fährt man runter ins Menzenschwandertal. Wirklich ein Juwel hier am Südhang des Feldbergs. Ein Wanderschäfer, der von Frühjahr bis Herbst hier im Hochschwarzwald unterwegs ist. Und hier auf halber Höhe ein Parkplatz mit diesem wunderschönen Blick aufs Menzenschwandertal. Unten hat es einen großen Parkplatz. Ich bin also nicht der Einzige, der den Ort entdeckt hat. Aber trotz allem bleibt es überschaulich hier. Menzenschwand Hinterdorf. Also wirklich ein sehr schöner kleiner Ort. Mit einer wunderschönen Landschaft. Man fährt bis zum Ortsende die Straße durch,
an der Ente vorbei hier. Die steht fast immer da. Und dann kommt man zum Parkplatz. Das Menzenschwander Tal und das Gebiet um den Feldberg gehören zu einem der 6 Kerngebiete des Naturschutzgroßprojektes Feldberg-Belchen-Oberes Wiesental. Naturschutzprojekte sind Förderprojekte des der Bundesrepublik Deutschland. Sie haben die Erhaltung und Entwicklung von national bedeutsamer Natur- und Kulturlandschaften zum Ziel. Ja, das ist schon mal gut. Dann sollte es eigentlich mal so bleiben, die nächsten Jahre. Eine kleine Tour habe ich mit meiner Frau Rosi schon vor 2 Wochen ungefähr hier gemacht. Da sind wir diesen Hang entlang gelaufen. Da gibt es 2 Wanderwege, einen oberen, einen unteren. Und dann kann man hinten bis zum Ende gehen. Da fangen dann die Wasserfälle an. Kommt also ein Bach aus dem Berg runter. Auf den Hängen hält man Ziegen und auch ein paar Pferde sind dort. Die sorgen dafür, dass das nicht wieder mit Buschwerk und Wald sich verdichtet. Es ist gewünscht, diese Hänge freizuhalten. Man läuft vom Parkplatz nochmal zurück ins Dorf an der Roten Ente vorbei und biegt dann die erste Straße links weg am Dorfrand und kommt dann zu diesem Bach, den überquert man und ist schon auf dem Weg. Der Zwei-Seen-Blick, von da habe ich damals den Schwenk über den Schluchsee und den Titisee gemacht, als ich die Tour über den Römerweg mit dem Fahrrad gefahren bin. Ich habe mich also entschlossen, noch einmal diese kleine Runde am Westhang zu machen, die ich mit meiner Frau schon mal gegangen bin, diesmal halt in entgegengesetzter Richtung, weil hinten im Tal ist alles schon im Schatten und hier habe ich noch relativ lange die Sonne. Ich schwenke mal rüber. Da ist jetzt alles im Schatten hinten. Aber hier am Osthang habe ich noch wunderschön warme Sonne und vor allen Dingen ein fantastisches Licht. Ist genau die richtige Zeit für gute Bilder jetzt. Die goldene Stunde. Und vielleicht gehe ich diesmal einfach den oberen Weg. Letztes Mal sind wir ja den unteren gegangen. Mal schauen. An dieser Stelle muss man sich dann entscheiden, ob man den unteren oder den oberen Weg geht. Ich habe mich für den oberen entschieden, weil den unteren bin ich ja schon mit meiner Frau gegangen. Das Tor aufmachen. So. Und dann kann ich heute Abend wahrscheinlich auch besser schlafen. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Ja,
Ja, dort unten steht das Wohnmobil. Rechts davon eine Gleitschirmfliegerschule. Die üben da oder probieren neue Schirme aus. Ja, und das ist das Tal nach Süden raus Richtung St. Blasien. St. Blasien ungefähr 7 bis 8 Kilometer entfernt. Also das ist schon eine beeindruckende Landschaft hier. Gerade jetzt im Herbst mit diesen Farben. Die berühmte Basilika von St. Blasien, da wollte ich dann auch noch reingehen und ich war dann überrascht über den Kontrast zu diesem Schmuddelwetter hier draußen. Die Alb fließt dann hier durch St. Blasien, sie entspringt oberhalb des Menzenschwander Tales und wo sie dann zu Tale stürzt, das werden wir auch noch gleich sehen. Doch zuerst schauen wir uns noch die Basilika von innen an und es war wirklich eine Überraschung. Eine lichtdurchflutete Symphonie aus weißem Marmor. Nach diesem kurzen Intermezzo in St. Blasien springen wir wieder zurück ins Menzenschwander Tal. Ja, der Schwarzwald hat viel Wasser. Da ist er wirklich gesegnet. Wenn ich dran denke, Spanien oder so, da können die Schwarzwälder wirklich glücklich sein. Ein Übermaß an Wasser. Auch wieder ein herrlicher Baum hier. Ja, dieser Pfad hier, der bedient wirklich alle Klischees von einer Schwarzwaldwanderung, Felsen, Tannen, Wasser, so stellt man sich den Schwarzwald vor als Tourist. Ja, nun sollte ich nur irgendwann wieder zu Tale laufen, sonst komme ich oben auf den Kamm. Und da will ich heute nicht mehr hin. Wir haben schon späten Nachmittag. Der Pfad geht stetig bergauf. Und ich höre da unten die Alb rauschen. Und habe mich entschlossen, mal wieder einem Ziegenpfad hier zu folgen, der nach unten führt. Man fördert also hier, wie auch im übrigen Südschwarzwald, seit einiger Zeit das Wachstum der Laubbäume, weil sich diese Monokulturen von Fichten, Tannen als zu anfällig gezeigt haben. Der Borkenkäfer hat einen Riesenschaden angerichtet hier. Gibt es große Teile des Schwarzwaldes,
der stark geschädigt ist. Und so lässt man nun die Freiflächen, überlässt man sich selbst. Und in erster Linie tun sich hier Birken auf. Und man nimmt sogar die Fichten raus aus der Hanglage, ganz bewusst. Hier stürzt also jetzt die Alb zu Tale. Das Quellgebiet liegt am Ost- und Südrand des Feldberges und auch vom Herzogenhorn kommt ein Zulauf. Die Alb durchquert dann St. Blasien, wie wir gesehen haben, läuft in südliche Richtung und mündet nach ca. 43 Kilometer bei Albbruck in den Hochrhein. Und so sieht das Ganze dann hier im Winter aus. Das ist meine Tochter Hanna aus München mit ihren beiden Kindern. Die wollten doch einmal so richtig einen Winter erleben. Blankes Eis. Wahnsinn. Und das muss sich der kleine Ludwig doch jetzt mal genau anschauen. Schau mal, Ludwig. Aber so ganz sicher ist er sich dabei noch nicht. Und dieser Bogen hier, der heißt das Tor zur Glückseligkeit. Ich wundere mich immer wieder, wie die kleinen Kinder, dieser kleine Ludwig da, durch den Schnee balanciert. Ich denke, jeden Moment fällt er hin, aber der bleibt auf den Beinen. Erstaunlich. Doch gehen wir noch einmal 3 Monate zurück in den Herbst. Da habe ich mit Michael und Lea eine Tour gemacht, und zwar dieses Tal hoch. Das erstreckt sich also in Richtung Feldberg. Man sieht ihn ganz hinten auf der linken Seite. Das wollten wir uns mal anschauen, aber vorher noch mal an die Wasserfälle. Oder zumindest ist es nicht sehr gefährlich. Hallo Lea. Hallo. Ja, unsere Kinder haben uns mal ein tolles Kompliment gemacht. Sie haben gesagt, dass sie uns sehr dankbar dafür sind, dass wir ihnen das Outdoor-Gehen vermittelt haben. Und sie geben es auch an ihre Kinder weiter. Das ist so schön. Ich bin ein Stück vorgelaufen, um diese Aufnahme zu machen.
bin ganz außer Atem. Aber schaut euch mal diese wunderschönen Farben an hier. Das sind die wahren Wunder, die nur ein Gott vollbringen kann. Wir sind nicht einmal fähig, einen kleinen Grashalm herzustellen, mit all unserer Technik, mit all unserem Wissen. Und hier liegt die Natur wirklich wie ein goldener Garten und verschwendet sich an den Wanderer. Mit dieser wunderschönen, seelenvollen Musik von Thomas Buchter, Garden of Unity, dem Garten des Einsseins, verabschiede ich mich heute von euch und ich hoffe, ich habe euch ein wenig wieder von diesem Corona-Wahn ablenken können, der in der Menschheitsfamilie grassiert. Es ist einfach ein Glück, so nah in solch einer Natur zu leben, leben zu dürfen. Dafür bin ich auch sehr dankbar in dieser Zeit und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen entführen aus dem tristen Alltag. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst mir doch ein Abo da, dann bekommt ihr automatisch Bescheid, wenn wieder ein neuer Film von mir erscheint. Und über ein Like wäre ich auch glücklich. Also bis zum nächsten Mal, euer Highlander Fratello.